In diesem Video zeige ich Ihnen kurz den sogenannten Reagibilitätsgrad. Der Reagibilitätsgrad R ist eine weitere Möglichkeit, zwischen linearen, progressiven und degressiven Kosten zu unterscheiden, sowohl grafisch als auch rechnerisch. Rechnerisch stellt der Reagibilitätsgrad nichts anderes als die Elastizität der Kosten in Bezug auf die Auslastung dar. Falls Sie nicht wissen, was eine Elastizität ist, das ist nichts anderes als eine relative Änderung relativ zu einer anderen relativen Änderung. Hier also die relative Änderung der Kosten durch die relative Änderung der Auslastung. Nochmal, relative Änderung der Kosten, relative Änderung der Auslastung. Und das gibt dann zusammen den Reagibilitätsgrad R. Und bei einem linearen Kostenverlauf kommt hierbei 1 raus, denn die Kosten verändern sich 1 zu 1 mit der Auslastung. Wenn wir die Kosten ein kleines Stück verändern, verändert sich Moment, sorry, das war jetzt Bullshit. Wenn wir die Auslastung ein kleines Stück ändern, verändern sich die Kosten um genau den gleichen Betrag. Okay, das ist hiermit der 1 gemeint. Bei einem progressiven Kostenverlauf haben wir eine Reagibilität von größer 1. Warum? Wenn wir hier die Auslastung ein kleines Stück ändern, machen wir mal so, damit wir es besser sehen können, dann verändern sich die Kosten um ein größeres Stück. Die Kosten reagieren also proportional, überproportional, das ist ein progressiver Verlauf, und dann haben wir einen Reagibilitätsgrad von größer 1. Die Kosten ändern sich relativ gesehen stärker als die Auslastung. Umgekehrt ist es, wenn wir einen degressiven Kostenverlauf haben, also R kleiner 1, denn hier ist es so, dass wenn wir die Auslastung ein kleines bisschen ändern, die Kosten nur um ein kleines Stück verändern. Das heißt, die Kosten verändern sich relativ gesehen schwächer als die Auslastung. Und das ist eben eine weitere Möglichkeit, hier eine Aussage über linear, progressiv und degressiv zu machen. Insbesondere, wenn wir nur zum Beispiel, wenn wir nur eine bestimmte Kostenfunktion gegeben haben und die ist irgendwie relativ kompliziert und wir können die nicht ohne weiteres abtragen grafisch. Dann könnten wir, indem wir hier diese Elastizität ausrechnen, könnten wir immerhin eine Aussage machen über die Reagibilität und damit darüber, ob die Kosten linear, progressiv oder degressiv verlaufen.